Also den Film solltet ihr euch auf jeden Fall gucken. Am 23. Mai kommt der Film 5 Jahre Leben in die deutschen Kinos. Ein sehr schwerer Film, muss man sagen, aber für diejenigen, die sich mit dieser Zeit befasst haben, die darüber gelesen haben, recherchiert haben, sich damit auseinandergesetzt haben und vielleicht auch immer noch eine Anti-Einstellung zu Guantanamo haben, wie viele Menschen in diesem Land, sollten sich den Film auf jeden Fall gucken. Ist schon traurig, deanimiert, muss ich sagen, vor allem die schwierigste oder eines der schwierigsten, ich meine, da gab es auch einige Schwierigkeiten, aber die traurigste Szene war ja für mich, da hat der Murat Kurnaz im Gefängnis einen Freund, eine Exe, musste die umbringen. Ich muss sagen, das war schon ein Symbol dafür, dass ein Mensch ja wirklich in so einer Zelle wirklich vereinsamt. Ja, da ist ja nichts, du hast da gar nichts. Wie hast du diese Szene erlebt, als Schauspieler? Oh ja, das ist, ich meine, das haben wir ja nicht am ersten Tag gedreht, ne? Da ist ja, sind ja schon einige Tage ins Land gestrichen und ja, man baut da was auf. Ich habe da was aufgebaut und dann kommt es zu dem Tag, steht jetzt im Drehplan drin, die Szene ist da, Bild, weiß nicht, 64 oder so. Und dann weiß man, da wird man es drehen. Und ja, man ist halt da, man ist immer in dem gleichen Studio. Der Single, da hat ja auch, das war wahnsinnig geil gemacht, so das ganze Bühnenbild, diese Käfige, Gefängnisse, die verhörst. Zelle, Isolationszelle, also das trägt alles dazu bei, dass das wächst in einem und dann muss man vertrauen, man muss allen vertrauen und dann muss man das los aufreißen, loslassen, weiß nicht, wie ich sagen soll. Und wenn man den Leuten vertraut, dass die wissen, was sie wollen und dass sie, wenn man in einem loyalen Verhältnis zueinander steht, dann passiert das halt. Das sind dann so Momente, wo ich vorher gesagt habe, wo es dann schwebt, ne? Wo man dann eben nicht nebendran sitzt und sich denkt, wie sieht das gerade aus, wie meine Beine sind oder dann läuft das. Das war, glaube ich, so eine Szene. Okay. Wo wurde der Film eigentlich gedreht? Der wurde gedreht in Babelsberg, also in den Studios in Babelsberg und ja, genau, also in Brandenburg tatsächlich. Also wir haben ja fast nur Innenszenen, da wurde uns gebaut und für die paar Außenszenen, die wir haben, da war es ja später Herbst mit der tiefstehenden Sonne, dass so das Licht auch irgendwie gepasst hat und da haben wir draußen das alles so gebaut, dass du halt nicht irgendwie deutsche Umgebung siehst und nur Horizont und so. Viel Glück gehabt mit den Jungs und der Digitalabteilung haben wir das so hingekriegt, dass man das irgendwie glaubt und nicht so, also ohne Studio Babelsberg wäre es auch so nicht möglich. Aber Bremen war wahrscheinlich in Bremen. Bremen war in Bremen. Haben wir gesehen? War in Bremen. Ja, genau. Hätte ja sagen können, dass man sich die Arbeit nicht war. Also wir haben ein, zwei Bremen-Motive haben wir in Berlin gehabt, wo es halt innen war oder so, aber sonst haben wir Bremen in Bremen gemacht. Und der Rest in Berlin, Studio Babelsberg und Brandenburg. Jetzt würde ich auch noch gerne wissen, diese politischen Diskurs, den wir hatten, ja, der ja schon relativ jetzt ruhig geworden ist, weil keiner halt großartig darüber redet. Bist du noch frustriert, sauer und wütend noch auf die Regierung, die damals ja vehement sich dagegen gewehrt hat, dich in Deutschland wieder aufzunehmen, obwohl du einen deutschen Pass hattest? Oder hast? Hast du den eigentlich wieder bekommen? Der wurde ja erloschen, an dem Zeichen, zwischenzeitlich. Ich habe einen türkischen Pass. Ich habe den deutschen Pass nie gehabt. Achso, ja, stimmt, entschuldige, die Aufenthalte wurde ja erloschen, ja, genau, entschuldige. Ja, klar, nicht so unbefristet. Ich war nicht in Deutschland, auf die Seite. Was war die Frage? Die Frage war, ob du immer noch sauer bist oder Frust hast auf die alte Regierung, weil sie dich nicht aufnehmen wollten, weil sie die Chance eigentlich verwehrt haben, wieder nach Deutschland zurückzukehren. Ja, also ich kämpfe immer noch für die Gerechtigkeit, dass die Schuldigen halt das bekommen, was sie verdient haben. Wird wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nie passieren, aber trotzdem gebe ich mein Bestes. Das heißt nicht, dass ich aufgeben soll, sondern ich versuche das Beste daraus zu machen. Und ich hoffe, dass es in Zukunft für die Politiker wenigstens nicht so einfach sein wird, irgendwelche Menschen Vorteile zu lassen. Hast du jemals eine Entschuldigung bekommen von irgendjemandem von der politischen Ebene? Also Frank-Walter Steinmeier, der Schuldige in meinem Fall, meinte, dass eine Entschuldigung für eine falsche Tat wäre und er sich nicht falsch verhalten hätte. Und in einem ähnlichen Fall, dass er sich in Zukunft genauso verhalten würde. Hat er dir das gesagt? Also seid ihr euch schon mal begegnet eigentlich?
Ja, wir sind das. Das hat er öffentlich in den Medien gesagt. Und es gab keine Entschuldigung und keine Entschuldigung. Ist es dir dann noch, ich sag mal, auf gut Deutsch, wurscht jetzt, ob du eine Entschuldigung bekommst oder nicht? Oder, weil Gerechtigkeit bedeutet ja eigentlich auch, zu seinen Fehlern zu stehen und zu sagen, ja, wir haben eine Fehlentscheidung getroffen. Ja, also, eine Entschuldigung wäre natürlich okay, aber ich würde sie nicht mehr annehmen. Das spielt natürlich keine Rolle, aber das heißt nicht, dass die Schuldigen sich nicht in Schuld anrechnen sollen. Alles klar. Danke dir vielmals bis hierher. Und nun der letzte Tipp des Abends, um die Zuschauer und Zuschauer, bitteschön. So, das war der letzte Tipp des Abends und hier nun, wir kommen langsam in die Endrunde, in die Endphase hier in unserer Gesprächsrunde. Und ein Regisseur, der jetzt sich darauf freut, dass am 23. Mai sein Film endlich auf die Leinwand kommt, ist man dann jetzt langsam nervös, wie näher das Datum kommt? Ja. Also ganz nervös oder ich weiß nicht, oder hat das vielleicht eine besondere Wirkung? Nee, also tatsächlich bin ich einfach nur, klar, man ist halt nervös, wenn ich mit Schauspieler auf die Bühne gehe oder was auch immer, das ist irgendwie das nervös, aber andererseits, ich freue mich wahnsinnig, wenn die Leute mit dem Film gehen und ich glaube, es lohnt sich einfach, den zu sehen. Das ist aber auch nicht, ich habe da nichts mehr in der Hand, ich kann da eh nichts mehr machen, ich kann da nur gucken, dass jemand geht ins Kino schön und fertig. Also von dem her ist die Nervosität auch nicht, ja, die ist halt einfach da, aber ja auch. Freut sich der Schauspieler eigentlich, dass der meiste Druck bei der Premiere auf den Schultern des Regisseurs liegt? Ist ja meistens so bei Hilfe. Ja. 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 Bei dir habe ich eher das Gefühl, du bist entspannter als er auf jeden Fall. Na gut, vielleicht spiele ich das. Nee, ich freue mich auch total. Ich bin auch nervös und aufgeregt, weil wenn es jetzt dann richtig in die Kinos geht, wir waren jetzt schon auf Festivals und so. Und ich bin auch gespannt. Ich freue mich auf die Premiere und auf die Termine, die wir haben. Und meine Eltern, die den Film sehen werden, meine Freunde, da bin ich natürlich schon dann auch nervös. Ich weiß auch nicht, ob ich mir da nochmal angucke. Vielleicht werde ich draußen stehen und mich da entspannen und dann warten, bis wir den Film gesehen haben. Und auch mal sehen. Wann ist denn die Premiere eigentlich? Tag vorher, zwei Tage vorher? Und wo? In welchem Kino eigentlich? Wo? Also die Premiere, wir haben, glaube ich, mehrere. Wir haben am 21.05. sowas in Bremen. In Bremen. Der Auftritt ist in Bremen? Ja, die richtige Kinopremiere, also die größte, ist irgendwie in Berlin am 22.05. einen Tag vor Kinostart. Und dann geht es halt so weiter mit einem Kinotour durch Deutschland sozusagen. Bist du dann auch dabei? Oder schaust du jetzt entspannt aus der Entfernung? Nee, ich bin auch wahrscheinlich dabei. Und jedes Mal, da musst du dann auch auf die Bühne und jeder wird dir nochmal 100 Fragen stellen. Ja, ich muss nicht, ich mach das. Ich danke euch recht herzlich. Schön, dass ihr da wart und euch die Zeit für uns genommen habt. Ja. Wir drücken euch ganz, 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 ganz doll die Daumen. Vielen Dank, dass du hier an so einem Projekt gemacht hast. Ich freue mich sehr und dir weiterhin ein gutes Gelingen. Und ich hoffe, es kommt der Zeitpunkt, wo man sich bei dir entschuldigt. Auch wenn du es nicht annimmst, aber ich würde mich freuen, wenn sie es trotzdem tun. Ja, danke euch vielmals. Und ich sage euch nur noch an dieser Stelle, am 23. Mai ist es soweit, 5 Jahre Leben, den Film dürft ihr nicht verpassen. Einfach in die Kinos gehen und auf jeden Fall reinziehen. Wichtig, wichtig, wichtig. In diesem Sinne, schönes Wochenende und bis demnächst.